So, voll ausgebaut das gute Stück. Mal hoffen, dass wir sie auch dementsprechend präsentieren können, weil 5 Kanonen auf jeder Seite, ein paar Torpedos am Start. Ist sie jetzt ganz brauchbar, gegen dem, wie man mit der anfängt im Stockzustand? Mit 3 Kanonen auf jeder Seite. Und noch etwas weniger HP. Wir fahren einfach mal Richtung A und nutzen die unglaubliche Höchstgeschwindigkeit von ihr aus. Von der Phönix. Ich sag der wieder dem Schiff. Mit der, dem Phönix. Naja, ich weiß nicht, wie man es in dem Fall beim Schiff. Ich sag jetzt der Phönix. Für mich ist es eine sehr weibliche Form des Schiffbaus, dieser Kreuzer. Mal blind 3 Torpedos hinsetzen. Aber scheinbar kein Gegner hier in der Ferne. Ah, hätte ich auch so machen können. Nee, egal. Hätte ich jetzt auch einfach so reinfahren können. Aber da ist schon ein Gegner steht schon im Cap. Es wird irgendein Zerstörer sein. Weil so viel schneller als ich sind sonst auch keiner. Ich bin offen. Krieg aber selber keinen auf. Mag ich am liebsten. Diesen Tarnwert von denen. Reinfahren wollte ich jetzt nicht, weil wenn ich jetzt so gar keinen Gegner sehe und nicht mal ansatzweise ahnen könnte, woher irgendwas kommt. Dann wird es einfach ein bisschen knapper. Wie ich mir dachte, da kommen doch einfach mal so ein paar Torpedos an. Da ist er. Die Minekatze. Weicht hier natürlich gekonnt aus. Alles andere wäre verwunderlich. Aber in dem Fall habe ich zumindest mal einen treffen können. Und wir holen uns jetzt A als Punkt. Von dem her lief da jetzt alles ganz gut. Bin wieder off, muss wieder ein bisschen auf die Torpedos jetzt aufpassen. Schwierig, schwierig, wo sie nur ist. Da sieht man halt selbst, ohne Rauch kann so ein Zerstörer schnell auf einmal plötzlich weg sein und das bei der gefühlt doch nicht wirklich lang in Reichweite. Ja, der eine Torpedo, der stört mich jetzt nicht wirklich. Naja, da waren es dann doch ein paar mehr. Da haut es jetzt auch ab. Gegner hat einen Flugzeugträger. Den könnte man fast suchen. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Punkt. Das ist schon mal sehr wichtig. Das ganze Team ist hier drüben eher auf unserer Seite. Da ist ja wieder die Minekatze. So, da konnte ich doch mal treffen. Und sie fahrt hier wieder ihr gewohntes Zickzackmuster. Ich schieße auch in den Insel,
wie man richtig auf Deutsch sagt, in den Insel tun. So, da hinten ist noch eine Yogi. Der will ich mich eigentlich noch nicht zu sehr zu schnell widmen. Das gegnerische Team ist ja noch auch sehr umfangreich. So, ich hoffe mal vielleicht, dass unsere Torpedobomber mal langsam den gegnerischen Flugzeugträger aufmachen. St. Louis ist zu weit weg. Da sind hier die Torpedos von der Minekatze. Da ist sie. Hat auch nur noch 4000. Und sie schießt weiter ihre Torpedos ab, ihre tödliche Fracht. Boah, da hat aber auch nicht viel gefehlt, also da muss man schon sagen, also da ist schon auch ein bisschen Glück von der Minekatze dabei. So, da habe ich sie ein Critical Damage anrichten können an ihr. Da ist sie ja. Sie dreht weiter. Aber ich habe nochmal hitten können. 3 Hits sogar. Ich habe das Gefühl, dass ich auch mal bald dem Flugzeugträger begegnen werde. Behol mal auch. Also von der Tendenz schaut es ganz gut aus. Das Team ist schön beieinander. Was haben wir denn überhaupt? Die Langley haben wir als Gegner, okay. Ich habe mich vorher mal mit einem 6er-Träger angelegt und der hat mich wieder erwartend so schnell im Infight rausgenommen. Der war echt stark. Torpedotreffer blöd kassiert und ja, dann ging es ganz schnell. Deswegen da auch ein bisschen immer aufpassen, was ihr für einen Flugzeugträger dagegen euch habt. So, jetzt ist meine Hoffnung, dass ich hier gleich auf den Flugzeugträger treffe. Bin offen. Ich weiß aber noch nicht von was oder warum. Da ist zumindest mal wieder meine Lieblingskatze. Viel hat er halt nicht mehr. Alter. Der hat aber auch ein Dusel. Na, jetzt nicht mehr. So, und jetzt ist nur noch die Frage, wo ist der Flugzeugträger? Wahrscheinlich wieder hinten, ganz klassisch. Wäre zumindest zu erwarten. Und da sieht man auch mal, für eine Minekatze wird es auch schwierig, da einfach mal so abzuhauen gegen so eine Phönix, weil sie einfach schon Geschwindigkeit mitbringt. Da ist die Langley. So, die Zitadelle ist schon mal getroffen. Vielleicht zünden wir sie auch gleich noch an. Naja, wer sagt's denn? So, jetzt kommen hier die bösen Torpedobomber. Deswegen drehen wir jetzt mal hier ein bisschen bei.
So, also Schaden machen wir hier ganz ordentlich. Und weg ist sie. Die Langley. So, und jetzt ab Richtung Gegner. Die South Carolina, der Fliegenflitzer, der bietet sich doch da noch an. Wie gesagt, mit der Geschwindigkeit ist man sehr agil. Das ist was, was die Phoenix auf jeden Fall schön spielbar macht. So, der Fliegenflitzer, der flitzt nicht mehr lang. Ah, das war wohl nicht weit genug. Da ist er weg. Ah, da vorne kommt ja noch eine South Carolina. Die fährt ein bisschen schneller, deswegen hier ein bisschen wieder mehr vorhalten. Aber jetzt kommen die Schüsse ganz gut. Da ist er auch weg. So, jetzt kann ich mir entweder die Wyoming oder die Kuma noch zu Gemüte führen. Ich würde fast sogar eher sagen, ich nehme die Kuma, weil zu Wyoming, glaube ich, da fahren in der Tendenz mehr Leute schon hin. Deswegen ab auf die Kuma. Der nimmt auch B ein. Aber wir können in der Zwischenzeit ja doch noch ein bisschen auf die Wyoming klotzen. So lange, bis ich hier welche beschäftigungslos bin. Nehme ich mir doch die noch zur Brust. Und angezündet. So, wir feuern einfach jetzt mal ein paar Torpedos ab. So, angezündet den kleinen Racker. Der eine hat sich hier gut durch meine Torpedos geschummelt. Aber die hat sie nicht geschafft, den weggeholt. Muss ihn aufpassen. Genau damit habe ich jetzt gerade schon gerechnet. Naja, einen muss ich leider nehmen. Naja, wenn es mit den Torpedos nicht geht, dann beschießen wir ihn doch weiter. Ah, jetzt bringt er mich zu brennen. Und ich fahre auch so rein, dass er mir nochmal seine zweite Salve geben kann. Ich bin leider tot, aber trotzdem eine sehr schöne Runde. Hat mir sehr viel Spaß zum Spielen gemacht. Ein paar schöne Treffer. Die Kuma auch nochmal ordentlich angetrümmelt. Brennt auch noch ein bisschen weiter. Also von dem her wird es doch hoffentlich ein Sieg. Fest ist es noch nicht. Vielleicht ein bisschen zu aggressiv auch am Ende gewesen. Den Shoot darf ich mir anziehen. Oh, die Wickes hat hier schön den gestrandeten Wal, kann man schon fast sagen, getroffen. Jetzt nur nichts wie weg. Ich werde nicht da nochmal mich drauf einlassen, dass der nochmal trifft. Ja,
Ja, sieht man. Hätte ich einfach die Torpedos abgesetzt und wäre weggefahren. Aber jetzt macht er sie weg. Er hat jetzt allerdings die Kuma von drüben. Die kennen wir ja noch. Der Gegner hat jetzt sich B geholt. Wir liegen aber vorne von den Cap-Punkten deutlich. Die Wyoming hier hat recht viel HP. Die dann... Die New York hat allerdings so gut wie gar nichts mehr. Und die Chester ist ja noch fast voll. Ist noch voll. Also er bräuchte jetzt unbedingt hier Unterstützung von der Wyoming. Allerdings kriegt er die gerade nicht. Mal schauen, wie er trifft. Gar nicht. Schade, schade. Jetzt aber. Der hat doch ein bisschen getroffen. Aber die Chester leider auch. Und 1400. Ah, er kann reparieren. Das ist schon mal sehr gut. Bekommt hier ein bisschen HP wieder zurück. Vielleicht kriegt er jetzt noch eine Salve raus. Fünf Kilometer ist eine super schöne Distanz für ein Schlachtschiff. Rohre sind ausgerichtet. 200 HP. Er fängt Feuer. Er kann nochmal schießen. Er kriegt noch ganz nochmal die Salve raus. Die war wichtig. Die hat nämlich den Gegner nochmal viel gekostet. Wickes ist jetzt dran, aber hier, er wird rausgenommen. Jetzt ist die Wickes gegen die Chester im Nahkampf. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz riskant, was er hier macht. Ich würde einfach schießen. Schießt auch noch mit der normalen Kanone. 400 hat er noch. Gott sei Dank. Da nimmt die andere den raus. Die Wyoming. Und damit ist der Sieg klar. Und am Ende eine sehr schöne Runde. Mit bei mir knapp 30, 40, 47.000 Schaden. Hab mich hier auf Platz 2 gespielt. Und ja, ich glaube, ich konnte die Phoenix gut präsentieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.